Mr. Mike. Mr. Mike. Yo, ist Mr. Mike. Heute mal wieder ein Video über Kompressionsprodukte. Das letzte Video ist schon eine Zeit lang her. Vor 4 Jahren habe ich das erste gemacht, und zwar damals über diese Bauerfeind-Produkte, die ich hier jetzt auch anhab. Und heute natürlich mit einem anderen Effekt, aus einem anderen Grund, weil ich bin ja vor 6 Wochen echt böse umgeknickt. Linke Sprunggelenk, linke Außenbänder abgerissen, unten leichten Knorpelschaden auf der rechten Innenseite und seit 6 Wochen jetzt wirklich durchgehend ein Schmerz, der jetzt Gott sei Dank weniger wird. Und jetzt seit 2 Tagen habe ich wirklich diese Socken hier an vom Bauerfeind, damals ja geschenkt bekommen. Da habe ich ja diesen Wettbewerb gewonnen, wo ich nach Dallas fliegen durfte mit denen, um dort gegen Dirk Nowitzki zu zocken. Sehr geiles Ding, Video hier irgendwo verlinkt, wer es noch nicht kennt. Und ich muss sagen, jetzt seit 2 Tagen, seit ich diese Dinger trage, ist der Schmerz wieder anders geworden, angenehmer, leichter. Das ist jetzt ein Gefühl, das ich euch so nicht rüberbringen kann. Und ich will euch jetzt auf keinen Fall irgendwas aufschwatzen und sagen, kauft das Zeug, weil es ein Wundermittel ist, weil es so toll ist. Unten in der Videobeschreibung ist aber der Link dazu. Nein, überhaupt nicht, weil ich selber war davon wirklich nie überzeugt, weil ich selber auch wirklich nie die Erfahrung damit gemacht habe, weil ich es nicht für nötig gehalten habe, diese Sachen zu benutzen. Jetzt aber durch meine Verletzung habe ich mir gedacht, hey, probier es aus. Der Effekt von diesen Dingern soll ja einfach sein, einfach jetzt ausgedrückt, erklärt von mir jetzt, es soll die Blutbahnen verengen. Dadurch ist die Blutzirkulation leichter und so kann dein Blut schneller zirkulieren. Und somit kannst du dich auch schneller regenerieren. Verstehst du? Es ist eigentlich so vom Bildlichen her leicht erklärt. Ob diese Effekte jetzt so wirklich wissenschaftlich krass bewiesen ist, dass es wirklich hilft, kann ich jetzt nicht so sagen, weil ich natürlich wissenschaftlich in der Medizin so nicht unterwegs bin. Aber ich kann es euch jetzt nur sagen vom Gefühl her. Ja, Mann, da tut sich was, es fühlt sich geil an, es fühlt sich gut an, sicher, wie eine zweite Haut so in der Art, und das ist eigentlich schon alles. Ich fand's halt, find's immer noch, voll affig, wenn Leute halt diese ganzen Kompressionsprodukte tragen, ne, so überall arm voll bekleidet, aber halt auch überhaupt keinen Hochleistungssport betreiben. Nicht, dass ich jetzt Hochleistungssport betreibe, aber bei einem Profi, einem NBA Spiel jetzt zum Beispiel, der wirklich seinen Körper alles abverlangt, auf 100% geht vom Training her, der sich dann am nächsten Tag aber gleich wieder fit regenerieren muss, dem könnte das, glaube ich, auch nur ein Gedanke, weil ich es nicht sicher weiß, bestimmt helfen, sich schneller zu regenerieren. Du weißt, worauf ich hinaus will. Aber es ist halt auch einfach dieser Markt an sich, wo ich mal immer wieder denke, bei so Hobbyspielern immer wieder, Alter, komplettes Outfit hier für 400 Euro Sachen eingekauft, gell, aber Effekt ist bei dem nicht vorhanden, weil er es einfach nicht braucht. Du weißt, worauf ich hinaus will, denke ich mal, oder? Sieht man ja immer wieder, weil mittlerweile trägt ja jeder solche Sachen. Finde ich einfach nur affig, aber jedem das Sein, ich will es jetzt auch nicht schlecht machen. Wie gesagt, ich habe es jetzt hier wirklich an, weil es mir helfen soll, und ich spüre halt auch was. Das ist das Einzige und das ist das, warum ich jetzt hier ein Video dazu mache. Ihr könnt mir gerne Feedback geben, eure Meinung zu dem Ganzen, und am besten ist es einfach, ja, von jemandem das zu hören, der damit Erfahrungen gemacht hat. Ne? Das ist das Einzige. Und wenn es dir hilft, wenn es dir wirklich hilft, du hast Schmerzen, ziehst es an und hast in einer Woche oder ein paar Tagen keine Schmerzen mehr, dann ist es wirklich eine gute Sache. Auch wenn man jetzt sagen könnte, ja, es ist der Placebo-Effekt. Placebo, kennt ihr, ne? Es wird dir was versprochen, kriegst eine magische Pille und hier, nimmst das und schon geht es dir besser. Ne? Ich hatte das mal zum Beispiel bei der Grippe, als Beispiel jetzt mal Vic Medi-Night, kennt ihr das? Soll ja auch Wunder bewirken. Ne? Ich habe das auch mal genommen, wo ich wirklich krank war, Grippe gehabt habe, genommen, am nächsten Tag ging es mir wieder besser. Dann habe ich immer, wenn ich krank war, dieses Vic Medi-Night genommen, ne? Bis es mir eines Tages nicht mehr geholfen hat. Das ist dieses, weißt du, das ist dieses, du hast irgendwas, du kriegst irgendwas, weißt du, weil dir versprochen wird, das hilft dir, es hilft dir auch. Und dann sagst du gleich, ah, es muss auf jeden Fall an diesem Ding liegen, dass mir versprochen worden ist, dass es mir hilft. Ob es aber wirklich geholfen hat, weißt du dann eigentlich gar nicht wirklich, erst auf längere Sicht hinweg. Ich will das jetzt hier nicht schlecht reden oder sonst was, da muss sich wirklich jeder seine eigene Erfahrung machen. Deshalb schwätze ich dir das jetzt hier nicht auf und sage, hey, das ist das Wundermittel schlechthin. Kauft euch, gönnt euch. Unten in der Videobeschreibung ist der Link. Gönnt euch.
Nein, gerne Feedback von den Leuten, die es nutzen, die sagen, es hilft euch. Oder auch natürlich von Leuten, die sagen, ah, Bullshit, hat mir nie geholfen, bringt nichts, alles Abzocke. Ja, ansonsten aber auch gerne mal googeln, weil es ist schon auch was Spezielles. Die haben sich hier mit dieser Struktur auch und mit diesen verschiedenen Materialien, weil das ist ja hier etwas leichter, hier ist es wieder ein bisschen fester. Die vom Bauerfeind haben sich wirklich auch was dabei gedacht bei dem Ganzen. Also checkt das aus und geht ein bisschen mehr ins Detail, wenn ihr möchtet, und dann lasst Feedback da. Ja, Mann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Mr. Mike Production.